Herzlich willkommen zum heutigen ersten Media Briefing im Jahr 2014. Vor Beginn der Frühjahrssaison 2014. Wir treffen am Samstag im Rahmen der 22. Runde auf den FC Admira Wacker Mödling in der Südstadt. Gleich vorweg einmal ein paar Informationen. Die Mannschaft wird jetzt um 13 Uhr nach dem Mittagessen aufbrechen nach Slowenien, nach Moravske und sich dort auf einem Naturrasenplatz auf das Spiel am Samstag vorbereiten. Ich glaube, der Trainer kann dann noch nähere Informationen dazu geben. Wir begrüßen darf ich heute neben Darko Milanic auch Manuel Weber. Darko, es wurde schon oft angesprochen, die Ziele für die Frühjahrssaison, welche sind die? Vielleicht kannst du noch einmal kurz darauf eingehen. Wir haben, im Prinzip reden wir immer wieder über Ziele. Mein Ziel ist, das sage ich oft, dass die Jungs arbeiten gut, dass die machen jedes Training hundertprozentig und das sind die bereit und konzentriert jeden Tag. Dann habe ich überhaupt keine Sorgen, dass wir dann okay und dann sind die dann alle mit uns zufrieden. Ich weiß, dass müssen wir noch viel lernen, das ist klar, aber wir haben extrem große Fortschritte gemacht. Wir spielen oder wir haben Vorbereitungsspiele und alle Trainings auch gut gemacht, mit guten Bedingungen. Von Anfang an hier in Graz, dann in Belek. Spiele waren okay, wir waren konzentriert, wir waren am Platz wie eine Mannschaft und Jungs haben Spaß gehabt. Das bedeutet, dass müssen wir das alles dann im Spiel übermorgen und in nächste Spiele umsetzen am Platz. Am Samstag geht es jetzt gegen die Admira. Wir hatten den Vorteil, dass die Admira mit uns im Trainingslager war. Du hast sie, glaube ich, auch das ein oder andere Mal beobachten können. Welche Erkenntnisse konntest du gewinnen? Die haben nicht viel gewechselt. Strategie überhaupt nicht von voriges Jahr. Das bedeutet, sie spielen die extrem offensiv und man hat Admira Platz und Zeit, ist sehr gefährlich. Ich möchte nicht viel über Admira reden, ich möchte über meine Mannschaft reden. Ich möchte, dass die Mannschaft konzentriert auf unsere Aufgaben. Was müssen wir am Platz machen, wie. Und das haben wir die ganze Zeit ganz auch geübt. Ich bitte um eure Fragen an den Trainer. Das hat mit dem Trainingslager, mit der Vorbereitung, warst du sehr zufrieden? Ja. Jetzt ist aber wichtig, also kommst du, das passiert oft, kommst du nach schlechten zwei Wochen nach Hause und dann ist die erste Woche hier, dort war es fast Sommer, hier ist Winter und hier waren wir jetzt zwei Tage mit Gedanken vielleicht auch in Zukunft. Für mich ist wichtig, dass die Mannschaft ab heute mit Gedanken hier jetzt. Jetzt ist wichtig, hat mir das Spiel volle Konzentration nur auf dieses erste Spiel. Von diesem Spiel muss Mannschaft profitieren. Im Herbst hast du ja sehr viele Verletzte gehabt. Die sind jetzt eigentlich alle wieder fit. Wie haben sie jetzt in die Mannschaft integriert? Gott sei Dank, das haben wir wenige Probleme gehabt. Kleinigkeiten waren inzwischen, aber so zum Beispiel langverletzte Todorowski hat fast alles mitgemacht, Djuricin auch, Andi Holzel ist wieder fit, Manu hat inzwischen kleine Probleme gehabt, aber das war nichts Besonderes, Tobias Kainz auch, und die zwei zum Beispiel, die waren langverletzt, oder auch Andi Holzel, ist klar, dass sie brauchen Minuten. Dass die kommen dann in die richtige Form, das ist klar. Aber die haben gut gearbeitet und hoffe, dass die finden sehr schnell Form. Weitere Fragen? Ja, du hast sehr viel probiert bei den Aufbauspielen. Kristallisiert sich schon eine Startformation raus? Wirst du viel ändern im Gegensatz zum Herbstdruck? So, Das ist immer zum Beispiel, ich hab schon eine Grundformation habe ich schon im Kopf
Und, aber weil passieren so viele Sachen, bin ich immer bereit, was zu wechseln. Das bedeutet, ist hier 12., 13., 14. Spieler. Und ich möchte, dass sind alle bereit, aber sonst habe ich schon im Prinzip viele Sachen, die sind klar, aber nicht alle. Es sind ein paar Fragen bei mir noch, aber im Prinzip ist das Sache von mich und von Mannschaft. Ist auch die Torhüterfrage schon entschieden? Oh, nein. Nein. Also ich möchte so wie immer das erfahren zuerst Torleute, wer steht im Tor. Das denke ich, das ist korrekt. Korrekt. Ja, ja. Spieler haben nicht gerne Training auf Kunstrasenplatz. Das haben wir jetzt gemerkt, zwei Tage. Ist komplett was anderes, ein anderer Fußball. Und ich freue mich, dass habe ich zweimal Training auf normale Rasen. Und wir müssen so das auch alles nehmen. Das ist nur im Prinzip eine Nacht, schlafen wir weg. Und ich möchte diesen Tag zusammen wieder nutzen. Da sind wir voll konzentriert auf das Admira-Spiel. Das bedeutet, das sind alle Sachen, die sind hier zu Hause, Nebensachen, unwichtig. Und dann ist wichtig nur Sturm und Spiel gegen Admira. Seid ihr dann morgen direkt schon an, oder? Na, wir haben Training, Mittagessen und kommen wir wieder nach Hause und fahren wir am Samstag. Beichler hat gestern normal trainiert, das bedeutet, es ist alles okay mit ihm. Patrick hat alle Untersuchungen gemacht und ist nichts Schlimmes und trainiert heute mit. Keine Fragen, wenn ein Trainer gibt, dann bitte wechseln. Manu, schauen wir noch einmal zurück in die Vergangenheit, auf die Vorbereitung. Nämlich auf deine persönliche Vorbereitung. Wie beurteilst du sie? Wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Vorbereitung jetzt auf die frühe Saison? Ja, prinzipiell war es eine lange Vorbereitung, harte Vorbereitung. Und ja, wie eine Vorbereitung halt ist, wir haben sehr gut gearbeitet, haben super Bedingungen gehabt in Graz und in Belek. Und ja, war wie gesagt eine lange Vorbereitung, aber bin recht zufrieden. Was sind deine Ziele fürs Frühjahr mit der Mannschaft, aber auch deine persönlichen Ziele? Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir eben jetzt auch die Trainingsspiele und die Spiele in Belek bestätigen, dass wir gut in die Rückrunde starten und eben das erste Spiel positiv gestalten. Was sagst du zu Admira, wie kannst du sie einschätzen? Was hat der Trainer zu euch gesagt, auf was muss man Acht geben? Ja, wir spielen ja ziemlich oft gegen Admira und wir wissen, dass sie gerade in der Offensive sehr viel Potenzial haben. Und wir müssen eben selber schauen, dass wir unser Spiel denen aufzwingen, eben sehr spielstark sind und viele Chancen kreieren und dann auch eben die nötige Tore machen. Bitte um eure Fragen, der Manuel. Ich glaube, im Mittelfeld ist noch nicht klar, wer spielt. Wenn der Manuel hier sitzt, dann wird er wahrscheinlich in der Startformation stehen. Das hat Alexander entschieden, wer sitzt da. Das bedeutet, wer weiß man. Aber Manuel spielt morgen, übermorgen von Anfang an. Hat gut gespielt und spielt. Weitere Fragen? Ich hätte den Trainer noch eine Frage. Eine Woche vor Meisterschaftsbeginn gespielt. Haben Sie damals gesagt, im physischen Bereich haben wir noch Nachholbedarf. Wie schaut es da jetzt zwei Tage vor der Rückrunde jetzt aus? Sind Sie im physischen Bereich so weit, wie man sein soll? Beim alle Spiele, was haben wir gespielt, auch zum Beispiel gegen vorigen Mittwoch haben wir gegen Pogon, gegen polnische Mannschaft gespielt. Ein super Tempo war das bis zum Schluss, bis zum Ende. Und zwei Tage danach, am Freitag gegen Jagodina auch, letzte halbe Stunde haben wir viel Druck nach vorne gemacht. Das bedeutet, haben wir
waren wir da. Ich denke, das ist man schon sehr gut bereit. Jetzt bitte um die Fragen an den Manuel. Manuel, du stehst jetzt in der Strafverwaltung, wie wir erfahren haben. Bist du fit? Steht da eine Vertragsverlängerung an oder auch nicht? Wie siehst du das? Ist das positiv? Der Trainer setzt auf dich? Das heißt, du könntest, wirst vielleicht bleiben. Ja, positiv ist immer, wenn man spielt und natürlich. Und ja, wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt auf die nächsten Aufgaben und alles andere, was kommt, das wird man sehen. Florian Kainz hat noch verlängert, hat man mit dir schon gesprochen, konkreter? Konkret haben wir noch nicht gesprochen, aber es sind sicher schon Gespräche geführt. Wird der Manuel wieder als Kapitän zurückkehren? Das ist die falsche Saison. Manuel, bitte? Er spielt fix, sagst du, der Manuel ist fix dabei. Ja. Ist dann auch dieser Kapitän? Auch wann hat in Kers begonnen, wann andere Kapitän, oder? Weil das ist für ihn unwichtig. Ich finde für mich und für ihn auch und für Mannschaft ist komplett was anderes wichtig. Das kann auch Belastung sein, aber er muss nur spielen, wie hat er zuletzt gespielt. Hat alle Vorbereitungsspiele wirklich auf hohem Niveau gespielt und so wie es muss ein Mittelfeldspieler von seiner Qualität spielen. Ich erwarte mich von ihm sehr viel. Nein, wenn man so tolle Bedingungen hat wie in Belek und jetzt kommt man daher und kann nur auf Kunstrasen trainieren. Wie ist das für ein Spieler? Ist das wirklich ganz anderer Fußball? Ist das ganz anderes Training? Ist das ein ganz anderes Spiel? Ja, auf alle Fälle. Also Bedingungen, Wetter, Platz ist natürlich komplett was anderes. Wir haben das Glück gehabt, dass wir vor dem Trainingslager auf Rasen trainieren haben können, weil die Temperaturen so gut in Graz waren. Wir haben im Belek hervorragende Bedingungen gehabt. Und dann ist es natürlich schwer, wenn man sich auf das Wetter da in Graz einstellen muss. Aber wie gesagt, als Profi muss man das. Man muss die Bedingungen und Temperaturen so nehmen, wie sie sind und ja, im Kopf bereits. Weitere Fragen an den Manuel? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann danke ich fürs Zusehen zu Hause, danke fürs Kommen, viel Erfolg am Samstag. Danke.